Heyo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Gäste Car bei The Sound reagieren, Car Quiz Challenge, also auf Deutsch übersetzt, errate das Auto an dem Sound, eine Auto Quiz Challenge. Ich bin sehr gespannt, der ein oder andere, der mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ein sehr großer Autofan bin und ich würde einfach mal behaupten, ich kenne mich ganz gut mit Autos aus. Ob ich natürlich hier alle Autos an dem Sound erkennen kann, weiß ich nicht. Ich würde sagen, damit das so ein bisschen fair ist, habe ich 3 Leben und ihr könnt natürlich zu Hause mitraten. Das Ganze ist nicht scripted, ich habe mir das noch nicht angeschaut, dabei schwöre ich auf alles, was ich habe. Und ich würde sagen, wir starten rein in 3, 2, 1. Lass den Like und ein Abo da und let's go. Let's test your knowledge about cars. 10 seconds to think if you need... Okay, also 10 Sekunden habe ich Zeit. 1. Hört sich nach einem Lambo an. Lambo oder Ferrari? Ich sag, das ist ein Lambo. Ich hab das schon mal gehört. Ich sag SVJ. Aventador SVJ. Ganz rechts. Oh mein Gott, Digga! Zu gut! Zu gut, Digga! Ja, ich kenn doch den Sound. Das hört sich Porsche-mäßig an. Das kleine Blubbern hat so Porsche-mäßig, aber Porsche ist nicht dabei. Deswegen wird. Oh, ich kenn Viper. Ami-Autos kenne ich nicht. Ich sag einfach mal Viper, weil es war auf jeden Fall kein Mustang. Oh mein Gott! Ey Leute, ich bin wirklich gut. Ich hab's einfach nur daran erkannt, weil es kein Mustang war, also kein V8. Und ich dachte, und bei der Corvette dachte ich mir, die ist noch lauter, deswegen habe ich auf Viper getippt. Das müsste ein Ferrari sein, weil mein Huracan hört sich nicht so an. Aventador hatten wir schon. Ich sag Ferrari, super, der 8. Digga, ich bin wirklich krass. Ey, Leute, Real Talk, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Wenn ich lüge, jetzt mein Lamborghini soll wegkommen. Ich habe mir dieses Video noch nie vorher reingezogen. Es ist wirklich, ich rate wirklich. Das ist ein V8, das hört man schon. Das ist ein V8. Das ist Muscle Car mäßig. Ja gut, das ist der AMG GT. Das ist der AMG GT. GT3 ist nicht und Giro ist auch nicht. Marshaller einfach der Beste. Marshaller einfach der Beste. Mein Gott, bin ich gut, Alter. Das klingt jetzt wieder so Lamborghini mäßig. Ich glaube, das ist ein Huracan. Digga. Ich bin krass. Ich gucke halt in meiner Freizeit auch anderen Crip- und Autovideos und so. Das ist ein Porsche, glaube ich. Das hört sich nach einem klassischen Sechszylinder-Porsche-Motor an. Porsche ist auch hier in der Oder BMW M4. M4, also der M4 hat ja auch einen reinen Sechszylinder. Ich bleib trotzdem bei Porsche. Nein! Scheiße, Mann! Schmutz. Okay, erster Fehler. Aber haben beide einen Sechszylinder-Motor, also hätte auch der sein können. Das ist jetzt wieder ein V8. Das heißt wieder so AMG Muscle Car mäßig. Das heißt, das wird dann wohl, das muss dann der RS6 sein. Obwohl der S75 hat auch Ding. Ich sag trotzdem RS6. Hä? Ach, scheiße. Schlecht, Digga. Ach, hätte ich, wusste ich nicht. Corvette kenne ich mich auch nicht aus. Zweiter Fehler. Ich glaube, das könnte ein R8 sein. Ich sag R8. Digga, was ist denn jetzt gerade los hier, ey? Ja, eigentlich habe ich jetzt kein Leben mehr. Egal, wir machen trotzdem. Ja, das ist so Lamborghini Ferrari-mäßig. Das hier, wie hoch der dreht, das hört man. Das muss dann... Oh, das ist der Maserati Gran Turismo. Ich glaube aber eher LaFerrari, das hat sich so krank angehört vom Hochdrehen her. Ja, LaFerrari, perfekt. Wir sind wieder im Game, Leute. Wir sind wieder drin, Leute. Oh, schön.
Hier haben wir wieder, obwohl, war es ein V8 oder ein V10? Auf jeden Fall nicht der Königseck. Jaguar F-Type. F-Type hat auch, es könnte ein F-Type sein. Jaguar hat auch stabilen Sound. McLaren 650S kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich würde jetzt einfach mal auf den Jaguar tippen. Ach, es war der McLaren, scheiße. Ja, kenne ich nicht den Wagen. Ich kenne nur den 620 oder was, LT, keine Ahnung. Das ist ein Ferrari, Digga. Hm. Ferrari. Oh. Oder? Oder ist der Pagani? Pagani kenne ich aber auch. Kenne ich auch wieder nicht vom. Dann sage ich halt der 488 Pista. Scheiß, ach Schmutz, Digga. Ja, alles kenne ich auch nicht, Leute. Alles kenne ich auch nicht. Auf jeden Fall fett Turbo aufgeladen. Ach du Scheiße, was war das für ein Ding? Ich glaube nicht der Bugatti, hört sich anders an. McLaren, also der Mercedes SLR McLaren oder der Königseck One. Ich kenne den Königseck, ich sag einfach der SLR McLaren. Ach, der hört sich ja geisteskrank an. Der hört sich ja geisteskrank an. Sag Nissan Skyline. Weil er der coolste von denen ist. Aber welcher genau das von denen jetzt ist, weiß ich nicht. Das war der Subaru. Alter. Jo, als wenn ich jetzt hier den Subaru-Sound erkenne. Vom Hochdrehen her könnte das auch wieder so ein Ferrari-mäßig sein. Lamborghini war es nicht. Das war nicht der Lambo-Sound. Porsche 911 könnte es sein. Aston Martin Vantage. Auch, Aston Martin hat auch guten Sound. Hört sich aber, glaube ich, noch kerniger. Ich sag der Porsche. Sag Porsche, Digga. Ja, endlich mal wieder was Richtiges. Wäre peinlich, wenn ich jetzt den Lambo-Sound nicht erkannt hätte. Das ist auch wieder sehr kerniger. Ein sehr kerniger V8-Sound. Der Urus ist es nicht, das weiß ich. GT63 hat ein bisschen toten Sound. Ich sag, es ist Dodge Challenger, weil der GT63 hat auch einen scheiß Sound. Es war der Urus? Okay, hört sich doch gar nicht so schlecht an, ne? Was ist das für ein Monster, Digga? Das muss ja was ganz Krankes sein. Könnte ein Gallardo sein, 27. Berlinetta, Ferrari glaube ich nicht, dass der Berlinetta so... Obwohl F12. F12 ist auch krass. Ich sag der F12. Ach, es war der McLaren, Junge. Das sieht auch schön aus, der 27. Oha. Das ist ja echt, also okay, nice. Ja, hier ist wieder saftig, knaftiger V8. Das ist nur 100% Muscle Car. Das ist 100% so ein Mustang oder so. 100%. Der, das ist der Shelby GT. 100% dieser Shelby GT 500. Wenn das nicht der Shelby GT5... Und das Ding hat in Deutschland Zulassung bekommen? Das muss der Chevrolet Camaro sein. Nur der... Jo, als... Also jetzt gerade choke ich echt rein, Leute. Der McLaren 570S, weil das einfach der von der niedrigsten Motorisierung von den Autos, die jetzt gerade hier sind, sind, muss der 570S sein. Was? Das hat sich doch überhaupt nicht krass angehört für den 89. Boah, ihr hört mal auch wieder wild diesen Turbo. Das am Ende, dieses Zischen, das ist immer der Turbo. Lambo Diablo hatte das noch nicht, zu alt.
Carrera GT könnte sein. Ich würde aber eher auf den Pagani Zonda tippen. Pagani Zonda. Einfach, weil es mir am logischsten von den Autos erscheint. Ich weiß nicht, aber ja. Wichtig. Wichtig. Krank, Digga. Das ist auf jeden Fall ein altes Muscle Car. Das ist ein altes Muscle Car, das hört man. Das war, hat so ein richtiges Knattern gehabt und da sind auch alte Autos. Ich würde tatsächlich der Dodge Challenger ist von 1970 sagen. Könnte aber auch... Ja, nice. GG. War aber geraten, hätte jedes alles von denen sein können. Aber ich dachte mir, Dodge hat aggressiven Sound und alt, deswegen... Es hat eigentlich fast so Porsche-Vibes mäßig. Alter, was ist das? Nissan, Mitsubishi. Ich sag der Mitsubishi Evolution. Ach, scheiß drauf. Ich kenne mich mit diesen asiatischen Autos, kenne ich mich echt wenig aus, sage ich euch, was ist. Deutsche, englische, italienische Autos, das sind die wilden, Digga. Boah, das ist ja schon fast so ein Motorrad, wie hoch das dreht. Okay, das muss irgendeiner sein, der geisteskrank hochdreht, ein Auto. Entweder es ist der Enzo oder es ist der Monsieur Lago SV. Ich sage vom Ding her, ich glaube, es ist der Enzo. Das Ferrari hat immer diesen hohen Sound. Ich sag Enzo. Ach, scheiße. Boah, der Wagen dreht ja auch richtig ab. Muscle Car. V8. Ich glaube, das ist der SLS AMG, weil ich meine, ich habe dieses klassische, dieses Blubbern, diese Fehlzündung von AMG erkannt. Da ist er wieder, der alte AMG-Fahrer. Man kennt ihn doch. Man kennt ihn doch. Saftig, knaftig, SLS. Oh, 10 ist hart. Das hört sich voll nach Rennstrecke an. Das ist 100% der Shelby Cobra, Digga. 100% dieser Shelby Cobra. Scheiße, das war der Shelby GT. Der hat ja auch einen ganz aggressiven Sound, ey. Boah, der schreit einen richtig an. Uff. Üff. Audi R8 oder Gallardo, glaube ich. Ich sag Gallardo. Komm, gönn. Ja, Gallardo. Weil das hatte so eine leichte Lambo-Note, aber es waren nicht die aktuellen, die neuen Modelle. Deswegen bin ich auf Gallardo. 12 ist wieder hart. Es hat aber schon fast Lambo-Vibes. Ist das jetzt etwa der Enzo oder der Diablo? Komm, ich sag jetzt einfach Enzo. Was? Lexus LF? Ah, Digga, nee. Jetzt bin ich raus, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wie viele habt ihr erraten? Würdet ihr sagen, ich habe gut abgeschnitten? Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cramix. Ciao.